Mädels, Patricks Mutter hat uns eine E-Mail geschrieben und sich bedankt, weil Patrick jetzt besser Russisch spricht. Nicht schlecht, oder? Wisst ihr, Mädels, es ist cool, dass alle Trikots der Cheerleader hier sind, aber nur ich falte sie. Übrigens, es ist wirklich schön, den Dank der Eltern zu hören. Ja, wirklich. Gefällt dir das nicht? Nö. Oh, du bist komisch. Das gefällt dir auch nicht? Nastia, ohne Schnürsenkel ist es noch schlimmer. Layla, du bist nicht mehr auf dem neuesten Stand. Das ist brandheiß aktuell. Diana hat nur die Mutter von Patrick geschrieben? Nein, nicht nur Patricks Mutter. Es sind mehrere. Bedankt sich Provasnis Mutter auch dafür, dass ich ihn hierher gebracht habe? Nein, Mädchen. Die Föderation of Cheerleading hat uns eine E-Mail geschickt. Diana, was haben sie gesagt? Diana, du lügst uns auch nicht an? Diana, wie können sie denn deine E-Mail-Adresse kennen? Woher? Sag schon. Mädchen, vor den Ferien habe ich ein Formular ausgefüllt. Ich habe es euch nicht gesagt, weil ich dachte nicht, dass sie uns schreiben würden. Diana, was haben sie geschrieben? Erzähl schon. Wir haben vor kurzem diesen verlassenen Zoo gefunden. Die Tiere dort brauchen dringend unsere Hilfe. Hilf uns, diese armen Kreaturen zu retten und ihnen einen gemütlichen Lebensraum zu bauen. Lade unser Spiel herunter und lass uns an die Arbeit gehen. Die Pandas, Elefanten und Löwen brauchen unsere Hilfe. Diana, haben sie ein Kompliment geschrieben, dass wir coole Cheerleader sind? Mädchen, das glaube ich nicht. Zeig es uns, Diana, bitte. Was ist denn jetzt? Nastia, sie haben geschrieben, dass nach den Ergebnissen der Abstimmung unser Team Bunny in die Liste der Teilnehmer des Cheerleading-Turniers aufgenommen wurde. Bunny? Es ist klar, es ist ein Irrtum. Wir sind doch keine Bunnies, Diana. Mädchen, meine gute Laune hat sich in schlechte Laune verwandelt. Mädels, wir haben geträumt. Und jetzt lass uns das vergessen, los geht's. Mädchen, es ist kein Fehler. Seht doch, als ich das Formular ausgefüllt habe, musste ich den Namen des Teams angeben. Also, habe ich Bunny geschrieben. Stört euch das denn jetzt? Ob uns das stört? Willst du uns verarschen? Wir sind happy. Wir sind glücklich. Wir sind jetzt also Bunnies. Ja, so ungefähr. Mädchen, das ist noch nicht alles. Unsere professionellen Bunny-Kostüme kommen gleich zu uns. Ihr werdet staunen. Tolle Neuigkeiten. Wir haben so viel Glück. Wir werden coole Cheerleader sein. Wo die coolen Cheerleader sind, gibt es auch coole Jungs. Bestimmt. Nastia, wen interessiert das schon? Mädchen, hört auf, so viel zu reden. Wir müssen unser Training wieder aufnehmen. Ganz bald. Dann wollen wir mal loslegen, oder? Oh, verdammt. Warum ist mein Deo denn jetzt schon alle? Kann es sein, dass du es benutzt? Oh, wann lerne ich endlich die Pfeile zu ziehen? Marusha, du hast mich erschreckt. Mein Pfeil ist nicht rausgekommen. Schau. Hör zu, Marusha. Wir benutzen dein Männer-Deo nicht. Wir kaufen für Frauen ein, ist das klar? Verstanden? Wir benutzen doch kein Männer-Deo. Und ich kann es nicht glauben. Ich nehme nur das mit zum Spazieren. Ich habe es gerade erst gekauft und es ist leer. Mädels, ist Marusha weg? Ja, ist sie. Ja, ist sie. Oh, puh. An, benutzt du das Deo von Marusha? Oder was war das jetzt? An, du riechst total nach Männer-Deo. Naja, ich hab meins verloren. Sag es dir bitte nicht, okay? Okay, wir werden es nicht sagen. Wir wissen, dass nur Marusha nicht miteinander auskommen. Wann kann ich den Pfeil besser nachziehen? Ich zeig's dir, okay? Ja, bitte. Okay, Mädels, zieh die Pfeile und ich warte dann draußen auf euch. Ich werde dann auch noch Patrick sehen. Leute, was wollt ihr haben? Porridge oder Cornflakes? Cornflakes! Leute, ich habe euch gebeten, die Milch aufzuwärmen, aber ihr sitzt da einfach nur rum, okay? Soll ich euch auch die Cornflakes noch hinlegen und euch mit dem Löffel füttern oder was? Du kannst mir die Cornflakes in den Teller geben, aber fütter mich nicht, okay? Ich bin schon groß. Okay, Smile, ich mach die Milch warm. Leute, seid ihr meine Freunde oder nicht? Stellt mir wenigstens auch einen Teller hin. Wie auch immer, Leute, wir essen jetzt schnell, waschen das Geschirr ab und gehen dann das Auto waschen. In der Nähe hat ein neuer Club aufgemacht, da gehen wir heute Abend hin. Super! Das ist übrigens nicht alles. Werden die Cheerleader auch dabei sein? Nein, wir gehen ohne die Cheerleader. Super! Prallins on prallins on prallins on prallins on prallins, that's all, but my run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. Cool, der Pool ist heute unser. Es gibt keine Basketballspieler und keine Cheerleader. Wir können heute tun, was wir wollen. Okay, wir spielen Wasserfang. Du bist. Du bist.
Wer fängt? Wer fängt? Du fängst. Kostja fängt. Also ich fange. Bombe! Mist, ich habe immer noch nicht gelernt, wie man die Pfeile zieht. Du brauchst noch mehr Unterricht mit mir. Du wirst es schaffen, okay? Ich habe aber kein Geld, um dich zu bezahlen. Es ist nicht teuer, nur $100. Oh, sieh mal, unsere Jungs schwimmen dort. Aha, und wir laufen herum und fragen uns, wo sie sind. Ist das dann mein Kostja? Patrick, magst du das Wasser? Ist dir nicht kalt geworden? Oh, Mädels, da seid ihr ja. Hallo. Das Wasser ist total warm. Schließt euch uns an. Wir spielen gerade Wasser fangen. Das können wir nicht. Was ist denn mit euch los? Naja, egal. Bis dann. Adje, du fängst. Mädels, lasst es uns wieder tun. Eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs. Mädels, hör zu. Wenn wir weggehen, was dann? Das Lager wird ohne Kontrolle bleiben. Ja, na ja. Aber das ist in Ordnung. Wir werden sie anrufen. Wir müssen unbedingt hin. Ja, du hast recht. Diese Chance dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Ja, wenn es sein muss, werden wir das Lager schließen und die Verlierer nach Hause schicken. Aber wir müssen auf jeden Fall gehen. Mädels, ich möchte so gerne zu diesem Wettbewerb gehen. Ich muss einen Freund finden. Mädels, wir müssen nur noch warten, bis die Kostüme da sind. Und unsere Reise wird beginnen. Leute, wascht es so richtig gut. Okay, es muss glänzen. Okay. Hey, Smile, kurze Frage. Kann ich heute fahren? Nein, du darfst nicht fahren heute. Browse, was ist los? Ich habe vor einem Jahr meinen Führerschein gemacht. Leute, macht weiter und hört auf zu reden, okay? Ich fahre natürlich. Ich werde den hinteren Teil hier polieren. Wir werden feiern gehen und die anderen werden uns nur hinterher schauen können, ja? Hey, Leute, wie sollen wir im Club tanzen? Genau so. Hey, Leute, das gefällt mir. Ich verstehe das nicht, wer klingelt denn jetzt? Die Mädchen müssen wissen, dass wir das Auto waschen. Browse, na los, jemand ist ins Camp gekommen, aber wer ist das denn? Browse, sei still wegen der Mädchen, okay? Sonst können uns die Cheerleader hören und wir kommen nicht weiter. Browse, schauen wir mal, wer da ist, okay? Smile, Smile, wo soll ich dieses Putztuch hinlegen? Einfach hier aufs Auto, okay? Wer war das gerade? Wer hat geklopft? Leute, seht mal ein Päckchen. Wow, wie cool. Müssen wir eigentlich nicht unterschreiben und bezahlen? Okay, egal. Packen wir es einfach raus. Vielen Dank für das kostenlose Paket. Meine Oma hat mir gesagt, dass es böse ist, Pakete, die man nicht kennt, von anderen Leuten zu öffnen. Das ist, glaube ich, nicht für jemand anderen. Das ist für uns, glaube ich. Leute, beruhigt euch. Ich bin sicher, die Cheerleader haben etwas für sie bestellt. Leute, ich weiß, was die Cheerleader bestellt haben. Und was, Browse? Ich glaube, Unterwäsche. Das glaube ich nicht. Das hier ist irgendwas Schweres. Lass es uns auspacken und es herausfinden. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ah. Oh, Basketballer. Oh, Basketballer. Habt ihr unser Päckchen genommen? Danke. Mann, was sollte das denn gerade? Die Cheerleader sind echt zu eingebildet. Egal, lass uns das Auto weiter waschen. Wir werden heute ohne die Cheerleader weggehen. Ja, ohne die Cheerleader. Ja, sie werden richtig neidisch sein. Mädchen, sie sind da. Diana, wie sehen sie aus? Ich weiß es noch nicht. Mädels, lass uns reingehen und es uns ansehen. Ja, los geht's. Und dann packen wir unsere Sachen und gehen dann. Ja. Wow! Mädels, sind wir bereit? Ja! Mädels, seid ihr bereit, die Welt zu erobern? Ja, wir sind das Team. Bunny. Mädels, wir werden weltberühmt werden. Ich sehe es schon. Sollen wir gehen, Mädchen? Die Bunnies regieren. Leute, ich bin fast trocken, okay? Leute, seht mal! Wow! Mädels, ich habe gehört, dass die Basketballer in den Club gehen. Also gehen wir auch in den Club. Mein Cousin wohnt übrigens in der Nähe. Wir gehen also hin und er kann uns hinfahren. Was denkt ihr, hä? Huh? Ja, wow, cool. Cool. Mädels, schaut mal. Sind das unsere Cheerleader?
Also Leute, heute Abend gehen wir in den Club. Basketballer, es ist Zeit, sich zu verabschieden. Auf Wiedersehen. Diana, was soll denn das? Wohin geht ihr denn so angezogen? Mädchen, warum seid ihr denn so hübsch angezogen? Und warum tragt ihr diese Taschen da? Cheerleader, wo wollt ihr hin? Cheerleader, wo wollt ihr hin? Leute, wir brechen auf. Das Lager wird ohne uns zurückbleiben. Wir werden die Welt mit unserer Schönheit erobern. Jana mit Talent, ich mit Schönheit. Ihr Verlierer und ihr Basketballer bleibt also ohne uns. Nein, Leute, das ist gar nicht gut. Jana, was meinst du damit, dass die Basketballspieler bleiben und ihr geht? Jana, ich brauche eine Erklärung. Ich verstehe das auch nicht. Was ist hier los? Jungs, wir gehen zu den Wettkämpfen. Also bleibt ihr allein hier. Dachtest du, wir würden unser wunderbares Leben für euch opfern? Wir brauchen euch nicht. Max, tschüss. Ich habe dich nie wirklich gemocht. Ich werde mir einen neuen Freund suchen. Oh, Basketballer, das tut uns ja so leid. Ach kommt schon, ist doch gar nicht so schlimm. Ihr wollt heute Abend in den Club gehen. Niemand wird euch mehr kontrollieren, oder? Welcher Wettbewerb? Ist das das Ende? Smiley, ich glaube, bei diesem Wettbewerb gibt's neue Jungs da. Glaub mir, die sind cooler als wir. Mädchen, welches Auto sollen wir nehmen? Schwarz, weiß oder rosa? Rosa! Natürlich rosa, unser Favorit. Mädchen, Mädchen, macht ihr etwa mit uns Schluss? Ja, Jungs, wir verlassen euch und gehen zum Wettbewerb. Aber wenn wir verlieren, kommen wir zu euch zurück, natürlich. Jana, was sagst du da? Jana, wir werden gewinnen. Leute, sie machen für immer Schluss mit euch. Ah, okay. Neue Freunde, richtig? Viel Glück. Das haben wir nicht von euch erwartet. Mädels, los geht's. Es ist so cool, dass wir zum Wettbewerb gehen. Aber ich denke, dass wir uns vielleicht nicht von den Basketballern hätten trennen sollen, oder? Was denkt ihr? Diana, wen interessiert das schon? Unser Traum wird wahr. Wir gehen zum Wettbewerb. Mädchen, vergesst die Basketballspieler. Wir gehen zum Wettbewerb und werden dort bessere Freunde finden. Versteht ihr das nicht? Viel bessere Leute. Unser Traum wird wahr. Ich möchte so gerne gewinnen. Diana, was ist hier los? Was ist passiert, Mädchen? Okay, Mädels, wir sollten nicht in Panik geraten. Diana, warum haben wir angehalten? Ich glaube, wir haben schon coole Jungs kennengelernt. Oder wie seht ihr das, Leute? Oh, scheiße, Mädels. Wir müssen sehen, was da drin passiert ist. Lass uns nachsehen, Jana. Warum ich? Ich weiß nichts über die Autos, Diana. Du hilfst mir jetzt. Mist, ich verstehe nichts. Ich gebe bloß einige Kabel. Nein, Diana, mein Vater hat gesagt, dass sie das zum Putzen der Fenster hier reingetan haben. Nur zum Putzen. Jana, ja, wir haben Wasser für die Fenster. Das Auto fährt aber nicht. Was ist passiert, Mädchen? Gehen wir denn jetzt nirgendwo hin? Okay, Mädels, wir sollten nicht in Panik geraten. Es spielt doch keine Rolle, ob wir uns mitten auf der Straße, in der Nähe eines Lochs, in der Nähe eines Waldes oder in der Nähe eines Hauses befinden. Nun, wir werden nicht draußen schlafen. Diana, erstens ist das kein Haus. Diana, zweitens, warum sind wir an diesem Auto vorbeigefahren? Das war's. Wir hätten mit einem weißen oder schwarzen Auto fahren sollen. Warum haben wir dieses genommen? Weil ihr euch alle für rosa entschieden habt. Es ist unsere Lieblingsfarbe. Mädchen, was sollen wir denn jetzt machen? Wir müssen irgendwie nach Hause kommen und ein anderes Auto nehmen. Und dann gehen wir wieder. Und wie sollen wir nach Hause kommen? Ruft doch eure Freunde an, sie müssen herkommen und uns abholen. Ganz einfach. Nastia, wir haben uns doch gerade von ihnen getrennt. Ach, wen interessiert das schon? Wenn ich will, kann ich auf ihn zurückkommen. Ich werde ihn anrufen. Ja, dann beeil dich, ruf Bros an. Oh, scheiße, hier ist kein Empfang. Nein? Okay, dann werde ich versuchen, Smile anzurufen. Aber Smile ist nicht Bros. Er wird mir sagen, Diana, hau ab. Diana, ruf ihn an. Oh mein Gott, Mädchen, ich habe Empfang. Ja, ich ruf ihn an. Leute, ich schalte mein Telefon aus, damit mich keine Anrufe im Club stören können. Ich werde mein Handy gar nicht erst mitnehmen. Oha. Diana ruft an. Smile, geh nicht ran, okay? Doch, Leute, ich werde rangehen und Diana sagen, dass sie verschwinden soll. Hallo? Diana, sag ihnen, sie sollen schnell herkommen. Hier stinkt, Igitt. Es stinkt hier wirklich. Ich glaube, es ist Waldgeruch. Hallo, Smile. Smile, hör auf zu schreien. Das ist nicht der richtige Moment. Wir haben ein Problem, ein Riesenproblem. Diana, sag ihm doch einfach, er soll herkommen. Warum erklärst du ihm denn jetzt alles? Smile, wir brauchen eure Hilfe. Kannst du und die Basketballspieler kommen? Unser Auto hat versagt. Wir sind in der Nähe eines Waldes. Dort gibt es ein Backsteinhaus mit einer Tür. Wir wissen nicht, wo wir sind. Diana, was ist da? Diana, das ist nicht mein Problem. Hallo, Smile? Nein, Smile, tu das nicht. Smile, wenn du auflegst... Diana, ich bin beschäftigt, okay? Tschüss. Mädchen, die
Basketballspieler kommen nicht. Ist mal halt aufgelegt. Ich weiß jetzt nicht, was wir machen sollen. Nun, Nastia, du rufst jetzt jemanden an. Ich nehme meine Tasche mit, denn ich bin am Verhungern. Mädels, ich bin schockiert. Wir gehen zum Wettbewerb. Jana, bist du verrückt? Wen interessiert das schon? Welcher Wettbewerb? Siehst du nicht, dass wir hier feststecken? Hier gibt es keinen Wettbewerb. Nein, das ist schon in Ordnung. Zu einem Turnier gehen, den Mann meiner Träume treffen. Nein, ist doch normal. Dann werde ich eben für immer Single sein. Mädchen, keine Panik, keine Sorge. Ich drücke auf diesen roten Knopf am Telefon. Das heißt SOS. Und wir werden sofort gerettet. Diana, komm schon. Niemand wird uns doch hier finden. Diana, hast du meine Sandwiches rausgelegt? Verdammt, SOS. Jana, ja. Deine Sandwiches sind nicht da. Mädels, ich bin schockiert. Ich stehe ohne einen Freund da. Okay, beruhigt euch. Hört auf zu schreien. Wir müssen von hier verschwinden. Verdammt, Leute, die Basketballer weigern sich, uns zu retten. Was sollen wir denn jetzt tun? Hier gibt es keinen Mobilfunkdienst. Wenn wir die Nacht im Auto verbringen, Daumen hoch und abonnieren. Diana, lass uns zu einer Servicestation gehen und es dann hierher bringen, ja? Die werden uns schon helfen. Ganz sicher. Auf Wiedersehen an alle. Wir gehen zur Tankstelle.